Hallo zusammen, herzlich willkommen auch meinerseits zu dieser AZK. Nochmal herzlichen Dank für alle Referenten, die heute hier sind. Ich freue mich auf diesen Tag, obgleich er eine sehr große Herausforderung darstellt. Und ich hoffe, ihr habt ein großes, weites Herz mitgebracht und viel Geduld. Wir werden einen langen, intensiven, großartigen Schulungstag erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Er wird allerdings nicht ganz so groß, wie er auf dem Programm stand, denn die Mäuseparabel hat sich einmal mehr gerade ereignet. Ja. Also ein Referent fällt heute aus, das ist Michael Leitner, der Filmemacher. Er hatte sein Banner nicht neben dem Banner von Herrn Professor Vogt gesehen. Also hat er sich auf die Seite entschieden, das Plateau zu verlassen, kurz und bündig. Da möchte ich mich entschuldigen dafür, das kann man halt im Vorfeld nicht so genau abschätzen, was dann da jeweils wirkt, und die ganzen Vorbereitungen, die sind oft so turbulent und intensiv, da gibt es so manchen Wechsel, dass man das halt nicht garantieren kann. Vielleicht nachher nochmal ein Gedanke zu diesem Fehlen von einem Referenten. Vier Referenten sind allerdings hier, die haben den ganzen Tag wirklich gefüllt mit ihrem Programm. Also wir werden nicht zu kurz kommen, es wird sehr viel auf uns zukommen heute. Ich möchte diese AZK wie gewohnt einleiten, uns ins Bewusstsein rufen, warum wir das überhaupt tun, was wir hier tun. Wir sind in einer langen Nacht zu Hause gewesen jetzt. Es war lange Nacht über dieser Welt, und in dieser Nacht, ich meine damit diese ganze Finsternis, wie wir sie erleben, hat sich so viel Getier, das nachtaktiv ist, getummelt. Ich meine damit die Söhne des Verderbens, die hier ihr Unwesen getrieben haben, in der Abwesenheit der Menschen, der Aufmerksamkeit von uns, gedeckt von vielen Fernsehprogrammen, von all der Unterhaltung, von all dem, was so durch die Hintertür an Unterhaltung, an Genuss, Lust, Sucht auf uns zugekommen ist. Wir haben nicht gemerkt, dass sich im Untergrund etwas gebildet hat, herangebildet hat. Ja, das kann man ganz ohne Probleme als Verschwörung bezeichnen kann. Und diese Nacht hat zum Kennzeichen, dass diejenigen, die dann aufwachen, die das erkennen, die merken, hier geht was schief ab, und das dann anzeigen, dass die dann zu Verschwörungstheoretikern gestempelt werden. Die Nacht ist ein Problem, ein großes Problem, wenn es dunkel ist. Nun sind wir aber der festen Überzeugung, mit der AZK rufen wir aus, es kommt ein neuer Tag. Es ist die Nacht am Weichen, denn die Nacht kann nicht bleiben. Das sehen wir in der ganzen Schöpfung. Die Nacht kann nicht bleiben. Es gibt immer wieder diese Periode, wo die Nacht weggehen muss, weil das Eigentliche ist das Licht. Nacht, wissen wir, ist ja nur deshalb, weil sich die Erde dreht. Eigentlich ist Licht rundherum. Nacht ist nicht natürlich in dem Sinn. Ja. Wir sind da, um euch zu sagen, wir sind fest davon überzeugt, dass der Tag am Anbrechen ist, dass jetzt eine Zeit gekommen ist, die ist echt historisch. Und das möchte ich nicht auf AZK beschränkt sehen. Denn das, was wir hier mit AZK tun, das heißt, dass Menschen plötzlich aufstehen und sich versammeln in größeren Gruppen oder kleineren Gruppen, um Licht in die Sache reinzugeben, Licht in die finsteren Werke, in der Söhne des Verderbens zu geben, dass sich das hier ereignet in der AZK, ist nur gerade ein Moment in dieser Weltgeschichte. Gleichzeitig ereignet sich das überall auf der Welt. Dass diese Referenten heute hier sitzen, das ist jetzt die sechste AZK, glaubt mir, diese Leute sind alle hier, nachdem wir die AZK ausgerufen haben und die AZK gestartet haben, sind von allen Seiten, ich habe stapelweise Berichte bekommen, wir machen das auch, wir machen das auch, wir machen das auch, wir hatten keine Ahnung davon. Seht ihr, wir machen das nicht, weil wir von anderen ermutigt wurden, so etwas zu machen, wir machen das nicht nach. Und ich habe festgestellt, dass die anderen Referenten das auch nicht anderen nachmachen in erster Linie, sondern gleichzeitig ist ein Tag am Anbrechen. Wisst ihr, und das macht mir ziemlich viel Mut, denn es gibt zweierlei Licht.
Es gibt ein künstliches Licht, das kannst du mit der Taschenlampe bedienen. Das war schon immer da unter den Menschen. Immer hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die hatten Kenntnis, was hier läuft im Dunkeln. Aber das waren immer nur einzelne. Einzelne Taschenlampen oder was auch immer kannst du auslöschen. Da kannst du Macht dagegen ausüben. Aber nicht, wenn ein neuer Tag anbricht. Und das ist meine Hoffnung, die ich euch geben möchte, gleich zu Beginn. Das ist unsere feste Überzeugung. Es ist ein neuer Tag am Anbrechen. Es wird Licht. Es wird Licht. Es kommt Licht in all diese finsteren Werke hinein, in all dieses Unrecht, das getrieben wird, dass die Söhne des Verderbens nicht mehr unerkannt bleiben können. Und das Kennzeichen, dass ein neuer Tag da ist, sehe ich darin, dass überall gleichzeitig Menschen in Scharen zu sehen beginnen. In Scharen beginnen sie wahrzunehmen, was um sie herum läuft. In Scharen beginnen sie zu verstehen, wie sie betrogen werden von Medien, wie sie betrogen werden von Politikern, wie sie betrogen werden von Wirtschaftsleuten, wie sie betrogen werden von Religion, religiösen Leuten und so weiter. Das Volk beginnt zu sehen. Und ich betone nicht, weil es eine AZK gibt, sondern weil es Tag wird. Das ist etwas, das jetzt geschieht. Und dieser Tag ist mit uns und das wird uns Hoffnung geben bei all dem Schweren, was wir auch heute wieder hören werden. Es wird uns Hoffnung geben, wenn sich auch Medien und allerlei Leute aufmachen, um dagegen aufzustehen, das zu verunglimpfen. Es gibt uns die Hoffnung, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr kommt nicht mehr durch. Es wird jetzt Tag. Also ich möchte fast von einer Naturerscheinung sprechen im Menschenorganismus, eine Naturerscheinung, die der Organismus, der Menschenorganismus setzt sich zur Wehr von diesen schädlichen Partikeln oder was immer das ist. Ein Arzt könnte das jetzt genauer erklären, wie das geht. Der kapselt das ein, der macht ein Abwehrsystem. Das ist jetzt im Gange, das kann man nicht mehr aufhalten. Natürlich versucht man das aufzuhalten, aber es ist buchstäblich lächerlich, das zu versuchen. Du kannst den Tag weder mit Händen noch Füßen noch mit irgendwelchen Mitteln bremsen. Es geht einfach nicht, aber es wird versucht. Und ich möchte euch sagen, wie diese Versuche aussehen, den aufkommenden Tag zu vereiteln. Ich habe charakteristisch versucht zu zeigen, den Tag erkennt man daran, dass sich Menschen in großen Gruppen zusammenfinden und zusammen ein Licht bilden. Nicht mehr einzelne kleine Lämpchen, sondern ein gemeinsames, wie so ein Laserstrahl, so ein richtig aufgehendes Licht. Also Menschen haben jetzt den Drang, weltweit überall sich zu versammeln und das Licht auszustreuen, Klarheit zu bekommen, mündig zu werden, denn der Tag heißt Mündigkeit. Sie möchten nicht von einseitiger Richtung her belehrt werden, unterwiesen werden. Die Menschen möchten alles wissen, beide Seiten hören. Ja. Und das bedeutet, dass jetzt diejenigen, die die Nacht nicht zu Ende sehen wollen, die stemmen sich jetzt dagegen und versuchen, die Hallen zu verhindern, diese Zusammenkünfte zu verhindern. Wisst ihr? So versuchen sie, die Nacht aufzuhalten, aber auch das wird ihnen nicht gelingen. Und wisst ihr, ich möchte ein Beispiel sagen, wie man versucht, das Licht zu bremsen. Nicht jetzt in erster Linie ein AZK, bei uns ist das jetzt auch wieder geschehen. Man hat im Vorfeld, kaum hat jemand Wind davon bekommen, hat es in den Medien geheißen, AZK, der Ostschweizer oder Ivo Sasek lädt den Professor Vogt ein, oder ich glaube den Titel lassen Sie in diesem Fall jeweils lieber, um das möglichst klein darzustellen. Also Herr Vogt wird eingeladen und so weiter. Und er wird dann als Nazi-Verniedlicher oder was dargestellt. Und diese Konferenz findet in der Stadthalle von Frauenfeld statt. Das wird so als kleines Inserat in die Zeitung gehängt und dann geht der Terror los. Dann werden die Hallenbesitzer aufgewühlt, dann werden die anderen Medien eingeschaltet und dann gibt es so ein richtig künstliches Tamtam, wie wenn was Schreckliches dahinter stehen würde. Ja. Aber dass man das nicht einfach nur mit uns als AZK macht, sondern generell, das müsst ihr einfach wissen, da kannst du erkennen, dass es nicht eine Sache ist, die sich gegen Extremisten in dem Sinne handelt, dieses Stemmen gegen den kommenden Tag. Das geschieht ebenfalls überall, wo irgendwelche auch noch so vernünftige Menschen zum Licht tiefer durchbrechen. Ein Beispiel, bei uns jetzt gerade kürzlich
kommt die Nachricht, dass unsere SVP, das ist eine politische Partei, die größte in der Schweiz, dass die SVP einen Delegiertentag-Versammlung am 4. Dezember dieses Jahres geplant hatten. Das heißt, in der Universität Lausanne konnten sie sich einmieten für 1000 Leute, einen Saal, vielleicht so groß wie hier oder ein bisschen kleiner vielleicht. Die hatten dort diese Delegiertenversammlung schon eingebucht. Jetzt kamen Menschen, die sie bedroht hatten. Also müsst wissen, das Wehren gegen den kommenden Tag äußert sich zunehmend in Terror. Ja. Also es kamen Terrorandrohungen, sage und schreibe, gegen die SVP. Und ich möchte betonen, die SVP, ich würde sagen, das ist nicht nur die größte Partei in der Schweiz, sondern die bürgerlichste, konservativste, die volknahste Partei, die wir hier in der Schweiz haben, die harmloseste, möchte ich in einem Sammelbegriff was sagen. Gegen so eine Partei geben die Drohungen aus, wenn ihr euch dort versammelt, eure Delegiertenversammlung macht am 4. Dezember, dann werden wir das Mobiliar der Universität Lausanne zusammenschlagen, wir werden euch eure Reifen aufstechen und solche Dinge. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Universität Lausanne hat weiche Knie bekommen und hat sie ausgeladen wieder. Jetzt muss die SVP, stell dir vor, eine Volkspartei, die volksnahste Partei in der Schweiz, die harmloseste Partei in der Schweiz, wegen Terrorandrohung müssen sie sich auf offener Wiese jetzt versammeln am 4. Dezember dieses Jahres. Ihr seht, wie kalt es ist. Ja? Stellt euch mal sowas vor. Und ich möchte euch etwas sagen. Genau dasselbe hat man hier auch versucht. Genau mit uns wollte man das auch machen. Aber ich möchte euch zeigen, wenn Sie das mit der SVP machen, dann hat das nicht in erster Linie mit AZK zu tun, wenn man versucht, die Hallen streitig zu machen. Dann geht es um ein versuchtes Wehren, den Tag zu verhindern. Es geht nicht, es geht nicht, es wird niemals gehen. Aber seht ihr, was ich sagen möchte? Dass diese Universität Lausanne sich hinter die Terroristen stellt, das finde ich der Hammer. Da müssen wir echt dagegen aufstehen. Das muss von uns, vom Volk her klarkommen. Das wollen wir nicht. Ja. Was hätte geschehen sollen, ist Folgendes. Ja. Und ich argumentiere jetzt bewusst mal für SVP, weil uns kann man Sektiererstatus anhängen, das wird man machen, weil wir halt ein bisschen weiter noch uns rauslehnen aus dem Fenster mit unseren Themen, kann man so noch verstehen. Aber seht ihr, was passiert in der Schweiz, und nur so werden wir die Nacht überwinden, wenn wir begreifen, wie man mit Terroristen umgeht. Was wir sagen ist, wenn sich ein Hallen Wart oder eine Stadtverwaltung oder eine Universität, ist egal was, für eine Halle zur Verfügung stellt, und dann kommen diese Leute, und das gilt auch für uns, die kommen, die für Gerechtigkeit einstehen, was auch immer, und jetzt kommen Terrorangriffe. Es ist Pflicht, es muss Pflicht zu Pflicht gerufen werden, für irgendwas haben wir unsere Polizei, seht ihr. Sie hätten die Polizei hinstellen sollen und sagen, Moment mal, da wird Terror angedroht in der Schweiz, da wird terrorisiert, wir werden ein Polizeiaufkommen hinstellen, das werden wir nicht zulassen, wir werden diese gerechten Bürger, diese Kämpfer um Gerechtigkeit werden wir schützen, und wir werden den Terroristen einen Schirm aufstellen, dass die hier nicht durchkommen, wir werden ihnen die Stirn bieten. Das hätten sie tun müssen, wisst ihr? Genau das und nichts anderes. Dass diese Delegiertenversammlung stattfinden kann. Aber wisst ihr, wenn sie das nicht machen, es ist der direkte Weg, wie man den Terrorismus aufkommen lässt. Denn jetzt dadurch, dass sie die SVP rausgeworfen haben, sich den Terroristen gebeugt haben, diesen Drohungen gebeugt haben, haben sie ihnen Macht verliehen, versteht ihr? Sie haben ihnen Macht verliehen, und das dürfen sie nicht. Ja? Jedes sich fügen einer terroristischen Androhung gegenüber stärkt die Terroristen. Ich behaupte und möchte das als Bewusstsein schulen, das ist das Licht, das in uns, unseren Herzen und Köpfen aufgehen soll. Wer sowas macht, macht sich mitschuldig den Terrorismus. Sie stärken die Flügel des Terrorismus, und dadurch wird Finsternis sich halten können. Nur, ich sage es immer und immer wieder, es ist ein neuer Tag am Anbrechen. Es mag immer funktioniert haben. Jetzt ist es so, wenn man uns die Hallen verbietet, das haben wir auch bei unserer großen Visionierungskonferenz proklamiert, wenn das die letzte AZK sein sollte, weil man uns keine Hallen mehr gibt, Olmahalle hat man uns nicht mehr gegeben diesmal, es war in der ganzen Schweiz plötzlich sehr, sehr schwierig, eine Halle zu finden.
wenn das nicht mehr ist. Wir proklamieren es und die Polizei, die heute hier drin ist, und die Stadträte, die hier drin sind, und die Politiker, die hier drin sind, und die Medien, die hier drin sind, wir sagen es euch ins Gesicht, ihr könnt den Tag nicht aufhalten. Wir werden nicht unter euch gebeugt. Ja. Jede Halle, die irgendwo geschlossen wird, für die große Menge, es wird aus jedem Einzelnen, der hier drin sitzt, eine neue AZK geben. Jeder Einzelne wird zu einer kleinen AZK beginnen und wird wieder wachsen, zu Hause. Jeder. Merkt euch das. Also wenn ihr es aufhalten wollt, dann lasst die Hallen zu. Denn daran ersticken wir am meisten. Da haben nur immer ein paar Tausend drin Platz. Das andere geht ins Grenzenlose, das geht blitzartig in die Millionen. Glaubt es, die Verfolgung, die hat immer schon gewirkt gegenüber Christen oder wo auch immer. Verfolgung hat immer Wachstum bewirkt. Also wenn ihr uns wirklich fördern wollt, dann verbietet uns die Hallen. Und dann habt ihr uns am schnellsten wachsen dann. Wir werden am schnellsten wachsen dann. Ja. Aber ich möchte einige Gedanken noch äußern, worin besteht die Macht der Finsternis? Was ist die Macht, die sie haben? Die Macht der Finsterlinge besteht immer in Drohung. Ja? Als wir da in die Olmerhalle wollen, dann bedrohen sie sie. Wir werden euch im selben Topf stecken, wie man die Leute da drin verleumdet. Ja? Da war letztes Mal, die Scientologen waren hier. Ich habe mich klar dazu geäußert, ich muss nicht Scientologe sein, ihr habt es in der AZK-Einführung gehört, ich muss nicht Scientologe sein, um einem Scientologen zuzuhören. Ich möchte, dass der Scientologe sprechen kann, ich möchte, dass Herr Vogt sprechen kann, ich möchte, dass jeder einzelne Referent hier drin sprechen kann, ob ich dafür oder dagegen bin, ist Wurst. Es geht um die Redefreiheit, versteht ihr? Die Macht der Finsternis besteht in Drohung, immer in Drohungen, in jedwelcher Art. Dass sie die Kinobetreiber bedrohen, wenn wir Filme drehen, heißt es, wir werden euer Kino ruinieren, wenn ihr diesen Film dieser Sekte zeigt. Und dann bedrohen sie die Hallenbesitzer. Ihr werdet als diese Sektierer nachher behandelt werden. Aber worin besteht unsere Schwachheit andererseits? Die Stärke der Finsternis ist im Drohen, im Androhen, im Bedrohen. Aber du musst auch wissen, wo unsere Schwäche ist. Und wenn du unsere Schwäche kennst, dann kannst du sie zu einer Stärke umwandeln. Und das ist mein Wunsch mit diesem Vorwort, dass wir stark werden, dass diese Schwachheit ein Ende nimmt, die uns immer anhaftet. Weißt du, wo unsere Schwachheit, worin die besteht? Unsere Schwachheit besteht darin, dass wir auf diese Drohungen eingehen, dass wir Angst bekommen, dass wir diese Drohungen ernst nehmen. Unsere Schwachheit besteht darin, dass wir ständig unser Gesicht wahren möchten. Ja? Die Hallenbesitzer wollen nicht das Gesicht verlieren, die Politiker wollen nicht das Gesicht verlieren, die Polizei selbst will ihr Gesicht nicht verlieren, alle kämpfen um ihr Ansehen. Aber wisst ihr, sobald es um Aufklärungsarbeit geht, wo es darum geht, Finsterlinge zu bekämpfen, die wirklich Finsterlinge sind, da wirst du immer dein Gesicht verlieren. Das ist einfach mal Regel Nummer eins. Also wer irgend stark werden will, der muss begreifen, Licht ist Licht. Wir zeigen uns, wir schämen uns nicht unserer Mission. Wir stellen uns hin. Ich zeige mein Gesicht. Verstehst du? Das Zurückschrecken geht bis hinein in eure Kreise. Ihr habt darum gebeten, dass wir euch einladen. Und einige von euch haben geschrieben, wir werden nicht kommen, wenn eine Kamera uns einfängt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Soll ich auch so reden? Sollen die Referenten so sprechen? Seht ihr? Unsere Schwachheit besteht darin, dass wir unser Gesicht wahren wollen. Du wirst heute Menschen kennenlernen, die mit dem abgerechnet haben. Ich stehe hier und sage, mein Name ist Ivo Sasek. Ich komme von der Ostschweiz und ich habe die OCG gegründet. Ich schäme mich dessen nicht. Du kannst mich Sektenboss nennen, solange du willst. Ich schäme mich nicht. Besser eine gute Sekte als eine schlechte Kirche. Ja. Lernt euer Gesicht zeigen. Sagt, hier bin ich, hier stehe ich, zu der Sache stehe ich. Du kannst auch sagen, wenn du etwas nicht stehst. Das ist eben genau das, was wir wollen. Stimme und Gegenstimme. Aber diese Feigheit muss ein Ende nehmen.
Natürlich, ich habe Verständnis, wenn er noch nicht so weit ist, noch ein bisschen wackelige Knie hat, eben er soll sich nach hinten setzen, wir haben ja nichts dagegen. Aber du selber hast doch einen schweren Stand, du kriegst ja deine Mission nicht durch, hast ein Herz dafür, aber du kriegst sie nicht durch, weil du dich nicht nach vorne wagst, weil du nicht hinstehst, weil du nicht Licht wirst mit all den anderen und weil alle dann ihr Gesicht wahren, geschieht nichts, es geht kein Licht auf. Du bist das Licht, ich bin das Licht, wir sind das Licht, wir gehören da zusammen, wir müssen uns aufstellen dafür, ja. Und schau, ja. Schau, ich habe die AZK gegründet. Ich habe schon seit Jahrzehnten einen übelsten Ruf durch die Medien verabreicht, durch haarsträubendste Verleumdungen, längst bewiesen, Gegenteil und so weiter. Es spielt denen alle keine Rolle. Sie machen einfach weiter. Kriminelle, wirklich Kriminelle, was sie machen. Was machen wir? Ich stelle mich hier hin und ich weiß, bei jedem einzelnen Referenten, den ich einlade, jeder einzelne Referent fällt auf mich zurück. Ob ich mit dem einverstanden bin, was er sagt oder nicht, glaub's, ich bin nicht mit jedem Referenten eins, der hier an der AZK gesprochen hat. Wirklich nicht, ja? Aber sieh, jeder einzelne Referent, der hier war, färbt auf mich ab. Das heißt, in den Medien bekomme ich den Stempel jedes einzelnen Referenten, der hier drin ist. Na und? Ich bin jetzt ein Scientology-Freund, das bin ich wirklich, ja. Ich habe sie geprüft, ich ging hin, habe sie kennengelernt. Wunderbare Menschen, empfehle ich jedem, mit ihnen zu kämpfen. Na und? Jetzt bin ich halt ein Scientologe. Ich habe mich nicht zur Scientologie bekehrt. Ich bin Christ, ich bin OCG. Aber warum soll ich mich Menschen schämen, die Wunderbares tun? Sag mir's. Bernhard Schaub war hier, ich habe ihn einen Tag vorher kennengelernt. Seit dort bin ich ein Holocaust-Leugner. Verstehst du? Jetzt bin ich ein Holocaust-Leugner auch noch, ja? Und heute bin ich ein Nazi-Verharmloser mit Professor Vogt zusammen, ja? Und ich weiß nicht, was ich noch sonst alles bin, ja? Aber sieh, unser Referent, der eine, der jetzt ausgestiegen ist, auch er wollte nicht seine Fahne neben zum Beispiel Professor Vogt haben. Das hat ihm nicht gepasst. Er merkt nicht, dass das Tableau zu kippen beginnt. Ja. Ich habe mir nicht mal die Mühe genommen, ihm persönlich zu schreiben, wenn er sich ein paar Tage vor seiner Konferenz abmeldet, weil er hier nicht zurechtkommt, weil er sagt, mir passt nicht, wie der arbeitet und so weiter. Es gefällt ihm nicht, wie er das macht, wie er Geld macht oder was weiß ich, was er ihm alles vorwirft, wie er das alles nicht richtig macht. Und dann stellt er sein eigenes Licht dafür unter den Scheffel. Weißt du, da habe ich für mich so persönlich gedacht, wenn einer denkt, der andere erzählt so einen Quatsch und deshalb stellt er sein eigenes Licht unter den Scheffel, das finde ich auch nicht sonderlich weiser. Versteht ihr das? Nicht sonderlich weiser, wenn einer deshalb sein eigenes Licht nicht bringt. Und er hat nicht begriffen, dass hier in der AZK nicht nur Referate entstehen, sondern hier entstehen Kontakte, Connections, hier entstehen Berührungen, hier lernst du Menschen kennen, hier beginnst du dein Netzwerk der Wahrheit, des Lichts aufzubauen. Da geht es mehr um als nur Vorträge. Ich habe mir erlaubt, einen Film abzudrehen. Ich verzichte darauf, wisst ihr? Es geht hier um mehr als nur Information. Es geht hier um Menschen, die sich treffen. Aber ich möchte nie dahin kommen, wo ich Menschen, wie soll ich sagen, einfach ausgrenze, nur weil sie etwas sagen. Ja? Ich sage dir jetzt ein Beispiel und damit komme ich langsam zum Ende, weil ich habe ja Referenten eingeladen. Es ist mir nur wichtig, dass ihr versteht, was wir hier machen, dann könnt ihr denen viel besser zuhören nachher. Ja? Es geht bei der AZK darum, jeden reden lassen und anhören, nicht diskutieren, nicht streiten, gar nichts anderes. Und hinstehen gemeinsam, unsere gemeinsame Schlacht ist gegen jede Form der Redebeschneidung, der Meinungsbeschneidung. Wisst ihr, das ist der neue Holocaust, der über diese ganze Welt kommt, dass man die Meinung beschneidet, das beginnt, das ist der Beginn eines neuen Holocausts über der ganzen Welt, dass man unsere Meinungen beschneidet, dass man uns sagt, was man denken soll, was man fühlen soll mittlerweile sogar schon, dass man dir ein Diktat gibt, was du sagen sollst, nicht sagen sollst. Und dort beginnt es erst, weißt du, dort beginnt es, ist der erste Schritt, wenn wir dem nachgeben, das ist unser gemeinsamer Kampf. Ganz gleich, ob einer Quatsch erzählt oder nicht, ganz gleich, ob das historisch haltbar ist oder nicht, das Recht zu reden, das Recht, seine Stimme zu erheben, ob das richtig oder falsch ist, das muss bleiben, denn die Wahrheit, sie wird siegen, ja.
Und damit du wiederum siehst, dass ich hier nicht Theoretiker bin, sondern Praktiker, sage ich dir ein Beispiel von vielleicht dem Mann, der jetzt eben, ich nenne ihn beim Namen, Bernhard Schaub, der als Holocaust-Leugner gehandelt wird in den Medien. Ich habe ihn kennengelernt, er ist durchaus nicht Holocaust-Leugner, was sie ihm vorwerfen. Er hat eine ganz andere Vision, versteht ihr? Eine ganz andere Vision. Der Mann spricht genau von diesen Dingen, von denen ich gerade eben spreche. Es darf nicht sein, das hat er auch hier gepredigt, es darf nicht sein, dass Tabus entstehen, dass man über Dinge nicht mehr nachdenken oder sprechen darf. Das ist der Anfang des Endes. Und dieser Mann, genau dieser Mann, der mir jetzt vielleicht vom Ruf den schwersten Schlag aufgesetzt hat, dieser Mann hat kundgetan, es ist keine 3 Tage her, habe ich von ihm gehört, er ist ja richtig unter Verfolgung, man kann das nicht anders nennen, hat seine Kinder in einer Waldorfschule gehabt und dann wurde bekannt, dass er, der Vater ist dieser Kinder, eben berühmt als Holocaust-Leugner und so weiter, obwohl das eine bitterste Unterstellung in diesem Sinne ist, hat man die Kinder rausgeworfen, obwohl er Anthroposoph ist, wirft man seine Kinder aus der Schule. Die haben richtige Horrornächte seither, träumen, dass man ihnen in den Rücken schießt und so weiter. Und ich habe Folgendes gemacht, nur dass du siehst, was es heißt, sein Gesicht nicht zu wahren. Für das gilt es einzustehen. Ob ich jetzt mit seiner Botschaft völlig übereinstimme oder nicht, das ist hier gar nicht zur Debatte. Was ich gemacht habe, genau 5 Minuten, und zwar mitten in der Vorbereitung für diese AZK. Ich habe 5 Minuten später, wusste ich, was ich zu tun habe. Ich bekomme diesen Brief. Ich habe mich hingesetzt und habe diesen Brief geschrieben. Und damit du siehst, es geht jetzt nicht um AZK, so macht man das. So machst du es im Alltag und so werden wir zum Licht und anders geht es nicht. Ich habe dieser Schulleitung geschrieben und zwar nicht einen anonymen Brief. Ich habe diesen Brief mit meinem Namen angefangen. Ich lese ihn dir jetzt vor und ich möchte das als Prinzip über allem, was wir hier tun, nennen. Ja? Ich höre mal, was ich denen geschrieben habe. Ja? Sehr geehrter Wehkamp, das ist der Chef dort von dieser Waldorfschule. Ich beginne den Begriff, ich bin Ivo Sasek, Gründer AZK, OZG, ich zeige mein Gesicht, verstehst du? Ich verberge mich nicht. Und dann, ich habe von dem Ausschluss der Kinder von Herrn Bernhard Schaub aus ihren Waldorfschulen und dem damit verbundenen Grund gehört. Ich bin weder Anthroposophe, noch ein Rechtsradikaler, Antisemit, Holocaustleugner oder so. Ich bin Christ, bibelgläubig und eher konservativ. Und als ein solcher schäme ich mich für das, was soeben geschehen ist. Hör das gut, ich bin weder das eine noch das andere. Christen haben Feindschaft gegen Anthroposophen, die würden höchstens draufspucken und sagen, geschieht dem Recht, ja. Aber ich schäme mich, schreibe ich hier. Ich habe Herrn Schaub, schreibe ich weiter, an der AZK reden lassen, im vollen Wissen, dass ich hinterher, zu Unrecht unterstrichen, sämtliche seiner üblen Titel auch auf mir tragen würde. Und genauso kam es. Aber ich bin stolz darauf. Ja, jetzt hör aber auch warum. Aber ich bin stolz darauf, weil ich weiß, dass ich einem Mann, einem verfolgten Mann, Gehör gegeben habe. Ob wir für oder gegen das Gesagte von ihm sind, steht hier gar nicht zur Debatte. Es geht einzig und allein darum, dass wir keine Zensur der Redefreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit tolerieren oder zulassen. Wenn es eines Tages verboten würde, den Namen Waldorfschule oder Thomas Wehkamp auch nur schon zu nennen, ohne mit einem Fuß im Gefängnis zu stehen, wären Sie vielleicht auch dankbar, wenn Ihnen jemand dennoch Gehör gäbe, falls sie irgendwelche verteidigenden Worte auf dem Herzen hätten. In diesem Sinne ist es Pflicht, die Meinungs- und Redefreiheit auch mit seinem eigenen Namen zu verteidigen, wo dies erforderlich ist. Sonst sehen wir, dass es eines Tages an uns kommt. In diesem Sinne rufe ich Sie dazu auf, es mir gleich zu tun und unerschrocken Ihren Ausschluss dieser Kinder zu widerrufen. Sie haben das Recht, sich von den Meinungen von Herrn Schaub öffentlich zu distanzieren, wo dies nötig ist. Aber ebenso die Pflicht, um der Wiedererlangung der Redefreiheit willen, einer solch unterwürfigen Handlungsweise den Rücken zu kehren. Hochachtungsvoll. Ich sage euch einfach eines. Wenn wir nicht genau diese Haltung jeder Einzelne hier drin haben, dann ist der Tag noch nicht im Anbruch.
Aber weil der Tag im Anbruch ist, sage ich euch, werden hier drin Hunderte von Menschen beginnen, genauso Gesicht, Farbe zu zeigen. Hier stehe ich, du musst nicht dein Lager wechseln. Du hast es gesehen, nicht von einer Armee in die andere. Du kannst genau das sein, was du willst. Aber eines haben wir gemeinsam. Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Aufklärungsarbeit, Stimme und Gegenstimme. Ja? Und so möchte ich jetzt diesen Tag eröffnet haben, bitten um ein weites Herz, dass ihr euch einander nicht schämt. Die Referenten sind getrennt voneinander, kennen sich nicht. Es geht nicht darum, dass der eine auf den anderen abfärben muss. Wir hören sie, wir nehmen das mit nach Hause, wir zerreden das hier nicht. Es wird einfach um der Äußerung, der Mündigkeit willen, wollen wir das hören, egal ob wir dafür oder dagegen sind. Das hat gar keine Bewandtnis.